Ja, und im Studio begrüße ich jetzt Professor Bernd Lucke, einst mal Mitbegründer der AfD, Sie werden sich erinnern, jetzt Abgeordneter im EU-Parlament und Vorsitzender der Partei Liberal-Konservativer Reformer. Ich grüße Sie ganz herzlich, schön, dass Sie Zeit haben. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ohm. Herr Lucke, lassen Sie uns vielleicht gemeinsam erstmal nach Finnland schauen. Wir haben den Beitrag eben gesehen, auch dort die Rechtspopulisten auf dem zweiten Platz. Wir sehen eine Erstärkung dieser Kräfte ja im Prinzip quer durch Europa. Welche Fehler machen die europäischen Institutionen, dass das so gelingt? Ja, zum einen ist es natürlich ganz interessant, dass diese Finnen, diese Partei, so ähnlich sich entwickelt hat wie die AfD in Deutschland auch. Die fingen ja mal an als eine eurokritische Partei, dann haben sie sich gespalten, der gemäßigte Teil ist ausgetreten, ist jetzt nur eine ganz kleine Partei geworden und dann gibt es eben diesen rechtspopulistischen Teil, der jetzt so einen großen Erfolg errungen hat. Und das ist, glaube ich, sehr stark darauf zurückzuführen, dass immer noch die Flüchtlings- und Migrationskrise eben das Empfinden der Wähler dominiert, auch in Finnland, was ja gar nicht in großen Schwung abgekriegt hat, was aber irgendwie den Eindruck hat, die EU macht große Fehler. Sie haben ein Buch geschrieben, neues Buch, Systemausfall heißt es. Und darin gehen Sie auch der Frage nach, warum wir eigentlich von Krise zu Krise im Prinzip uns hangeln, weil so ist es ja, von Finanzkrise über Migration. Es hört ja nicht auf mit den Krisen, der Brexit darf man auch nicht außen vor lassen. Zu welcher Antwort sind Sie denn da gekommen? Ja, ich bin eigentlich zu der Antwort gekommen, dass die EU selbst große Fehler gemacht hat und diese Krisen im Wesentlichen selbst verschuldet hat. Sowohl bei der Euro-Krise, wo man ja nie darauf geachtet hat und durchgesetzt hat, dass die Staaten ihre Schuldenstände kontrollieren, als auch bei der Flüchtlingskrise, wo das Dublin-III-System lange vor der eigentlichen Zuspitzung im Herbst 2015 zusammengebrochen ist, wo man wusste, dass man Flüchtlinge nicht nach Griechenland zurückweisen kann, die eigentlich über Griechenland eingereist waren und dort hätten ihr Asylverfahren absolvieren sollen. Über diese Krise, wo schlechte Gesetzgebung der EU dafür ermöglicht hat, dass diese Abschaltvorrichtungen eingebaut werden. Alles das sind Fehler, die die EU in ihrer Gesetzgebung gemacht hat. Und diese Fehler haben zu Krisen geführt und die Krisen wiederum führen dann zu den Zuspitzungen, dass rechtspopulistische Parteien ihre Unzufriedenheit eben auslagen. Jetzt sitzen Sie ja mit im Europaparlament. Sie bekommen den Alltag sozusagen mit, wenn daran gearbeitet wird. Haben Sie das Gefühl, dass das, was Sie jetzt als Kritik sehen, dass das ankommt, dass das gehört wird, dass die Entwicklung, die wir in den einzelnen Ländern sehen, dass das die Parlamentarier beschäftigt und dass man auch gewillt ist und auch in der Lage ist, Konsequenzen zu ziehen? Also ob es die Parlamentarier beschäftigt, ist weniger wichtig. Da gibt es viele, die ein offenes Ohr dafür haben. Aber die entscheidende Frage ist ja, dringt es an die politische Führung vor? An Herrn Juncker, an Herrn Tusk, an Frau Merkel? Und das sehen wir im Augenblick noch nicht. Ich meine, dafür braucht man schon Wahlen. Dafür muss man auch Zuspruch bei Wahlen kriegen. Und deshalb trete ich ja auch an mit meiner neuen Partei, den liberal-konservativen Reformern, dass wir dort Zustimmung bekommen. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir die EU erhalten. Ich halte die EU grundsätzlich für eine gute Angelegenheit. Ich habe in meinem Buch sehr viele Lösungen entwickelt, wie wir die Probleme der EU sehr viel besser in den Griff bekommen können, als das zurzeit der Fall ist. Und da möchte ich sozusagen mit einem Gegenentwurf zu der radikalen Kritik antreten, die die AfD vorträgt und die im Wesentlichen keine Problemlösungen macht, sondern sich dann irgendwie in Islamfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, mit völkischem Gedankengut aufhält. Sie distanzieren sich auch hier in dieser Antwort jetzt schon ja relativ deutlich von der Partei, die Sie einst mitbegründet hat. In was für einem Zustand sehen Sie sie denn heute? Ja, das ist heute eine ganz andere Partei geworden. Also damals war das eben eine Partei, die aus der demokratischen Mitte kam, aber eben der Auffassung war, die Euro-Rettungspolitik war falsch und wir hätten das anders angehen sollen und der Euro ist insgesamt keine gute Währung für Europa. Aber diese Partei ist leider übernommen worden von Leuten, die eben sehr stark fremdenfeindlich und islamfeindlich unterwegs sind und ganz andere Inhalte jetzt zum Hauptthema der Partei gemacht haben, als das, was wir damals eigentlich im Sinn gehabt haben. Das bedauere ich zutiefst, dass es so ist, aber Mehrheitsentscheidungen in der Partei werden eben durch Mehrheiten getroffen und irgendwann hatten diese Leute leider die Mehrheit und dann bin ich ja damals auch gegangen. Herr Lucke, danke, dass Sie im Studio gewesen sind. Viel Kraft für den Europawahlkampf, der ja auch vor Ihnen und an Ihrer Brust so ein bisschen hängt. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank, Frau.